Das Wort hat der Kollege Dr. Carsten Sieling für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, als am Ende oder auf dem Höhepunkt der Finanzmarktkrise symbolisch zugespitzt durch das Scheitern der Lehman Bank Tausende von Anlegerinnen und Anlegern geschädigt wurden, da gab es einen Satz, eine Zuspitzung, die da gelautet hat, eine politische Aussage: Alle Märkte, alle Akteure und alle Produkte sind zu regulieren. Das ist das große Ziel, das im Übrigen die Kanzlerin gerade in ihrer letzten Regierungserklärung hier noch einmal wiederholt hat. Mit dieser großen Aussage sind Sie auch 2009 in Ihrem Koalitionsvertrag und in Ihre Koalition gestartet. Jetzt legen Sie uns hier das Anlegerschutzgesetz, das sogenannte Anlegerschutzgesetz, zur Abstimmung vor. Und ich glaube, jeder, der die Debatte der letzten Wochen und Monate verfolgt hat, der sich die Mühe gemacht hat, dieses Gesetz sich anzuschauen, der hat gemerkt, das Prinzip Ihres Gesetzes, das Prinzip Ihrer Politik, das Prinzip Ihres Vorgehens heißt in Wirklichkeit, allen Märkten zuliebe, allen Akteuren zuliebe, allen Produkten zuliebe, die Anlegerinnen und Anleger, die Verbraucherinnen und Verbraucher bleiben links liegen bei dem, was Sie uns hier heute zur Abstimmung stellen. Das ist die bittere Wahrheit. Da können Sie betreten gucken, skeptisch gucken, aber dafür gibt es leider unabweisbare Argumente. Ich will damit gar nicht sagen, und das haben wir im Finanzausschuss auch beraten, dass es, als wir uns viel Zeit dafür genommen haben, dass es nicht das ein oder andere gibt, was sich auch positiv ergeben hat und wo es auch Akzente gibt, die sich vernünftig entwickelt haben. Was Sie aber nicht gebracht haben, ist das große Ziel, was wir brauchen. Wir brauchen einen Finanz-TÜV, wir brauchen eine Überprüfung aller Aktivitäten, die laufen. Ein Finanz-TÜV ist nicht der Geist, der sich in Ihrem Gesetz wiederfindet und der zu sehen ist. Die positiven Dinge, das ist ja immer so. Auch wenn alles bewölkt ist und wenn man nur Schatten sieht, ab und zu kommt ein Strahl, Herr Kollege Schäffler, ein Strahl von kleiner Sonne durch. Man findet zum Beispiel die Aussage, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Aussage, dass zukünftig laut Wertpapierhandelsgesetz Provisionen nicht mehr, so hieß es bisher, grundsätzlich dafür da seien, die Qualität der Anlageberatung zu verbessern. Das soll gestrichen werden. Positive Einsicht. Aber wo ist Ihre Konsequenz? Auch die fehlt wieder. Ein Schritt nämlich hin zur Transparenz, dass Provisionen offengelegt werden müssen und auch nach oben begrenzt werden müssen. Das wäre eine konkrete Aussage. Da ist wieder mehr Schatten als dieses klein bisschen Licht. Dieses Gesetz ist aus vier Gründen eine reine Enttäuschung und bietet den Verbraucherinnen und Verbrauchern zu wenig Schutz. Und ich will den Kernpunkt sagen, den der Kollege Michelbach hier natürlich mit keinem Wort angesprochen hat und nicht erwähnt hat. Die größte Gefahr und die größten Schäden sind ausgegangen vom grauen Kapitalmarkt, von Anlagen in geschlossenen Fonds. Das war das Vorhaben, was das Bundesfinanzministerium, Herr Staatssekretär Koschek, durchaus hier verantwortet hat und in die ersten Diskussionsentwürfe aufgenommen hat. Völlig richtig, war drin. Und dann kamen Sie über die Koalition und haben dieses herausgenommen. Das ist der eigentliche Skandal dieses Gesetzes, dass Sie den gefährlichsten Teil unreguliert lassen und damit die Gefahr. Sie wissen aber, ja, das ist Ihre Politik. Wenn es darauf ankommt, es zu machen, wenn man die Chance hat, dann lässt man es liegen und redet vom Nachfolgeprozess und vom Nachfolgegesetz. Da hätten Sie schneller reagieren können. Die Ministerin, Ihre Ministerin, Frau Aigner, die sich jetzt von der Regierungsbank hier in ihre Koalitionsreihen bewegt hat, ist es doch gewesen. Der ausgeschiedene Kollege Dautzenberg haben deutlich gesagt, es wäre richtig gewesen, die 80.000 freien Vermittler und diesen riesen Bereich des Kapitalmarkts, des grauen Kapitalmarkts, hier mit zu regulieren. Aber nein, das haben Sie nicht gemacht. Sie haben es zugelassen, dass dieses Gesetz unter Federführung dann von Herrn Brüderle, dem Bundeswirtschaftsminister, überarbeitet wird, weil zu ihm die entsprechende Lobby gekommen ist. Und das, was Sie uns vorlegen wollen, Herr Volk, ich will es Ihnen gern sagen, Sie kündigen uns ja immer an, und man kann es ja überall lesen,
wie das aussehen soll, während Sie hier richtigerweise die Finanzaufsicht bei der Kompetenz lassen, nämlich bei der BaFin, wollen Sie zukünftig diesen gefährlichsten Teil dem ganzen Bereich der Gewerbeordnung und damit den kommunalen Gewerbeaufsichtsämtern unterstellen. 7.000 unterschiedliche Ämter, die die Aufgabe haben, sich um den Gaststättenbereich und viele andere Dinge zu kümmern, sollen sich dann auch noch um diesen Bereich kümmern. Das ist doch ein Scherz, das ist ein Flickenteppich, das ist ein Schweizer Käse des Anlegerschutzes, das ist nichts. Und darum kann man nur deutlich sagen, Sie verpassen den wesentlichen Punkt. Aber Sie haben sich natürlich viele Komplimente eingeholt, und ich will dieses hier auch einmal kurz ansprechen. Von einem der Lobbyisten aus dem Verband der geschlossenen Fonds gibt es ja schöne Aussagen, die kurz vor der Befassung im Bundeskabinett noch mal deutlich machen, er habe nochmals ein längeres und intensives Gespräch, so das Zitat, mit einem Vertreter des Bundeswirtschaftsministers geführt. Und gleich die Erfolgsmeldung. Der von uns bekämpfte Gesetzentwurf des Bundesfinanzministeriums ist nunmehr dauerhaft von der Tagesordnung des Bundeskabinetts genommen. Kein Wunder, dass der Lobbyist am Ende natürlich sagt, das alles ist ein Erfolg unserer Anstrengungen. Ja, Herr Schäffler, Sie sitzen hier, weil Sie der Hebel für die Lobbyisten sind, die Ihre Interessen hinein in dieses demokratische Parlament bringen. Das zeigen Sie uns mit diesem Gesetz. Und jetzt kommen Sie, Herr Volk, mit einem neuen. Der Geschäftsführer, Herr Tenhagen vom Finanztest, nennt das heute in einem Interview in der Zeit Online richtigerweise eine Extrawurst, die Sie da braten. So ist es, eine Extrawurst für die Lobbyistinnen und Lobbyisten. Wir kommen in diesem Gesetz, haben wir einen Punkt, da zeigen Sie dann, während Sie den einen in Ruhe lassen, machen Sie auf der anderen Seite eine Überregulierung, indem Sie den Amtsschimmel so richtig wiehern lassen, Herr Kollege Michelbach, den Amtsschimmel so richtig wiehern lassen wollen, indem Sie beigehen und alle Bankberater registrieren wollen und im Bereich der Aufsicht. Ja, das ist eine Stellungnahme der Gewerkschaften und des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen, weil auch die wissen, dass das wirkungslos ist. Sie kommen mit dem Vorschlaghammer, und damit kann man keinen wirklichen Verbraucherschutz organisieren. Sie müssen mit dem Florett arbeiten, um die aufzuspießen, um die es wirklich geht, meine Damen und Herren. Sie werden eine Aufsicht etablieren, die insgesamt dann 400.000 Menschen registriert. Dafür stellen Sie 20 Leute bei der BaFin ein. Da kann sich jeder ausrechnen, was das für eine Bürokratie ist. Wir haben Ihnen vorgeschlagen im Finanzausschuss, konzentrieren Sie sich auf die Sünder, machen Sie eine Sünderkartei, wie wir es im Verkehrsrecht kennen, eine Sünderkartei. Das wollen wir, indem man wie in Flensburg die Sünder registriert und da dann auch effektiv reguliert und effektiv sanktioniert. Das ist der richtige Weg des Verbraucherschutzes, meine Damen und Herren. Ich will Ihre anderen Schwachpunkte ansprechen. Sie wissen, Produktinformationsblätter wären ein wichtiges Instrument. Sie enthalten es, haben es hier drin, aber es ist ein stumpfes Schwert, weil Sie darauf verzichten, Transparenz und Vergleichbarkeit zu schaffen. Sie machen keine Standards, Sie geben nicht vor, was wirklich überall drinstehen soll. Damit ist das ein guter Ansatz. Vielleicht heben Sie das Bein, aber Sie machen keinen wirklichen Schritt nach vorne. Und ebenso ist es leider bei dem Hauptthema, was Sie, Herr Michelbach, ja in Ihrer Rede offensichtlich hauptsächlich bewegt hat, nämlich die Frage der offenen Immobilienfonds. Das ist aus Anlegersicht in der Tat eine große Sorge, die wir auch haben. Wenn die Leute ihr Geld angelegt haben und plötzlich geschlossen werden muss, weil die Konstruktion falsch ist. Aber dann müssen Sie, und Sie haben das Problem hier doch angesprochen, dann müssen Sie auch das Wirkliche angehen. Und das wirkliche Problem ist, dass die Schlimmsten nicht die kleinen Privatanleger sind, die mal ihr Haus reparieren wollen, die mal kurzfristig ihr Geld rausbrauchen in Höhe von vielleicht einigen 10.000, sondern die großen institutionellen Anleger sind das Problem. Sie haben hier, dann will ich Ihnen mal Ihre Leistung hier vor Augen führen. Sie haben in dem Bereich Anfang Mai einen Diskussionsentwurf vorgelegt. Sie haben Ihr Verfahren
einmal überarbeitet und Sie haben es noch mal überarbeitet. Drei Überarbeitungen. Jedes Mal haben Sie uns erzählt, das sei jetzt wirkungsvoll und nie ist es Ihnen gelungen, die Privatanleger und die Institutionellen zu trennen, Schafe und Wölfe zu trennen und wirklich dafür zu sorgen, dass wir Sicherheit kriegen. Auch da versagen Sie mit diesem Gesetz und werden leider das befürchte ich zumindest. Ich hoffe natürlich auch, dass es trägt, aber die Befürchtung ist, dass sie nicht hinreichend die Ergebnisse bringen werden. Und so gesehen sehen Sie, Sie legen uns hier ein Gesetz zur Abstimmung vor, mit dem Sie den grauen Kapitalmarkt unreguliert lassen, kein einheitliches Schutzregime entwickeln, die offenen Immobilienfonds nach dem Prinzip Hoffnung behandeln und zum Thema Anschleichen und den Unternehmensübergaben will ich mal sagen, auch da, Herr Kollege Volker hat es angesprochen, da wird wieder verzögert, da soll weiter beraten werden. Die SPD hat Ihnen hier einen Vorschlag vorgelegt, dem könnten Sie heute zustimmen, dann würden Sie gefährliche Übernahmen verhindern. Meine Damen und Herren, im Ergebnis, dieses ist ein Gesetz, wo Sie vielleicht als Tiger gesprungen sind, aber Sie sind leider mit Ihrer Regelung als Bettvorleger gelandet. Es ist nicht mehr als ein Rumpfgesetz, was herauskommt. Und wenn man sich das anguckt, kann ich nur sagen, das ist kein Anlegerschutz, das ist frecher Etikettenschwindel. Den lehnen wir ab. Danke für die Aufmerksamkeit.